mal näher umgucken. Das ist schon ein bisschen eklig, ne? Boah, wie feier ist trotz alledem. Jetzt, guck mal, Moddies. Ach, funktioniert noch nicht. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Ja, ja, da brauche ich das dritte Notenblatt. I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But Richard. The bad parts. They're always there. And ja, passt, Loki, sag ich schon, Johnny. Passt, vielen Dank, viel Spaß dabei. You're special. Her voice, is that sadness? Kann ich das Bild angucken? Nee, ne? Das ist aber Sadness. Oh, ich habe immer Angst, wenn ich die Haut zerschneide, dass das Nacki kommt. Danke, ich berichte vielleicht. Ah, jetzt komme ich nämlich auch da raus. So, jetzt habe ich einen Schlüssel. Endlich. Also wie gesagt, ein Bolzenschneider hätte es auch getan. Grüß dich, Cooper. Hallöchen, mein Lieber. Na, alles gut bei dir? Oh, jetzt geht das nämlich alles. Oh, guck mal, er... Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Na, auf der Arbeit. Hast wohl gerade Pause, oder? Brought him here. Wonder who he meant. Bestimmt die Sadness. So, haben wir. Das latsche ich mal gerade nochmal hier durch. Was haben wir denn hier noch? So. Ah. So, that's how you found him? Yes. He was just lying there. Mr. Reckon? I'm sorry. He was a friend. Ja, aber kurz Moment mal Hallo sagen. Das ist aber lieb von dir, Cooper. Dann auf jeden Fall lass dich nicht ärgern auf der Arbeit. Wie du schon schreibst, Wochenende naht. So, was haben wir jetzt hier noch? Auseinandergelebt. Als er sich verlobt hatte, haben wir uns eine Zeit lang auseinandergelebt. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich wohl eifersüchtig. Ich hatte ihn nicht mehr ganz für mich allein. Mit der Zeit gewöhnte ich mich aber an sie. Sie fiel mit ihrer Schönheit und mit ihrem Intellekt auf. Irgendwann akzeptierte ich, dass er das wahre Glück gefunden hatte. Die wahre Liebe, stark und rein, so rein, wie sie nur sein kann, denke ich. Ich wurde jedenfalls nicht länger gebraucht. Als das Projekt begann, das letztendlich unter dem Namen Niva bekannt werden sollte, zog ich alle Fäden, um ihm das zu geben, was er wollte. Obwohl ich wusste, dass es einen noch größeren Keil zwischen uns treiben würde, wollte ich das Beste für ihn. Er war so etwas wie ein Sohn, den ich nie hatte.
Ah, wir haben die Noten. So, Dalle. Dann gehen wir aber gleich zum Klavier, holen uns die Geisterenergie. Ich würde aber mal ganz kurz das kleines Päuschen machen, bin so fett. Geht es weiter? So, genau. Wir haben jetzt das Notenstück, habe ich das jetzt kombiniert? Ich habe es kombiniert, genau. Dann gehen wir jetzt mal. Da kommen wir nie durch. Ich hätte eigentlich mal gerade noch gucken können, wann Nucky kommt. Falsch. Was ist da denn rum? Aber jetzt hat. Habe ich noch ein bisschen Energie? Ein bisschen habe ich noch. Da ist der Grabscherhand. Ein bisschen eklig. Da. Uncle Richard, my arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. You know, Lily, you remind me of someone. A girl I knew when I was very young. Did you love her? Yes. With a young, innocent love, free of the ferocity of adult life. Danke, Johnny. Richard. I'm getting a weird vibe from him. Oh, warte mal, war das... Ich erinnere mich gerade bei Sully. Der hat doch... Der Richard... Warte da nicht. Das ist mein Auftrag. Oder so wie die Tagesstätte immer noch. Ich wollte gerade sagen, der hat doch irgendwas gemacht. Ah, guck mal, jetzt kann ich mir auch die Puppe nehmen. Hier ist irgendwie ein Laufband. You're a bit old to be playing with dolls. Here, I bought it especially for you. Oh, a ribbon? It's beautiful. Thank you, Uncle Richard. Here, let me... on the other hand, why don't you do it yourself? What was that? It's like something stirred inside. Also die Schleife. No, I didn't mean to. Oh God, what have I done? It feels cold. What have you done?
Spätestens jetzt sollte man laufen. Aber mal sowas von. Ich stelle schon mal die Maus an die Kamera, weil ich glaube, es kommt gleich Film. I had never felt anything so desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. Fucking damn it! Thought I could protect her. Idiot! What would you think of me? I failed you. I failed us. It's all falling apart. What? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. You want what? Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise. Okay, you know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. Well, you know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? What? Oh. Yes. This is it. What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? Huh? Okay. It's her. It's her. Oh. No, 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 no. Page after page. It's like he's obsessed. What is he? What?
What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. You know, he was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard! Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back, I'll just... Whoa, easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. Thomas, I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I don't. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me I didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's this thing inside of me. Shut up. You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas... I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. Knowing she's here. Knowing what she means to me. Thomas, I swear, I'll go away. You'll never... Wait. What are you? No! Let me out! Let me out! Let me in! Freier Richard von seinen Dämonen. Oh, was eine Sequenz, Alter. Schwede. Kriegst Gänsehaut. Ich weiß nicht, was er angetan hat. Ich habe eine Vermutung, aber. Was ich auch interessant finde, ist, dass er hier, Geister Richard,
ganz unabhängig von Real Richard hier da ja quatscht, weil die unsere Mary Ann, die tut ja mit ihm gar nicht. Also mit ihrem anderen Selbst. Alright, Richard. This is your world. Show me what you're hiding. Alter, das ist seine Gedanken, ne? Ich habe unendliche Energie, oder? Ah, guck mal, das sind die Hände, die wir gesehen haben von dem durch die Fenster durch, so rum. Ich erschrecke mich bestimmt, wenn mich so eine Hand angreift. Ich sehe es jetzt schon. Oh, ich kann mich leider nicht drehen. Ich würde mich gerne umgucken. Ich habe auch gerade, wisst ihr, was mich das erinnert? Kennt ihr den Film? Die hinter dem Horizont, wo der hier Robin Williams darunter geht in die Hölle und tut halt seine Frau suchen. Boah, daran erinnert mich dieses Haus. Richard forever. No! What the hell? Leave her alone! Harry Potter verarme. Richard's big, ugly secret. The sum of all his demons. Ja, passt, ne? Stimmt, das sieht wirklich so aus. Ja, wir dürfen wieder heute zu schneiden. Juhu. Richard, your father forgot his knife. You'd better go and bring it to him. All right, I'll play along. For now. Also er joggt genauso schnell wie er läuft, dann laufe ich weiter. Father, you forgot your knife. Thank you, Richard. You know what? Why don't you keep it? But it's your lucky knife. And now it's yours. You'll need it. I'm leaving tomorrow. What? No! But where are you going? The army is heading out west. And I'll be going with them. I don't want you to go. I don't want to go either, son. But sometimes what we want isn't what's important. Do you understand? When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now. Da, komm. Oh, Thomas.
Da ist der Kamin. Oh, da ist was. Oh, Schürhagen. Was haben wir denn hier? Ein Verdienstkreuz. Okay, warte mal, haben wir hier noch was? Da. You shall rise and you shall fall. Ah, guck, da ist was. Ich komme noch nicht ran. Bestimmt das Feuer löschen. So, it's it. Return to the earth from which you came. Okay. Guck mal, hier ist noch was. Ah. For dust you are, and to dust you will return. Oh. Das Feuer ist ausexplodiert. Alter, das ist laut. Ich habe jetzt gedacht, so ja, spießt es auf und holst dir es raus. Alter, das ist laut. Als Regierungsvertreter der Republik Polen möchte ich mein tiefes Mitgefühl und mein Bedauern hinsichtlich des Ablebens von Leutnant Tadeusz Tarkowski zum Ausdruck bringen. Der Betrauende starb unter den erbarsten Umständen. Sein Land wird für immer für das Opfer dankbar sein, das er zum Schutz unserer Freiheit und Unabhängigkeit erbracht hat. Der Verteidigungsminister. Er fällt gerade auf, wo der Realturm ist, da in diesen Sitz ging. Da war doch dieses Poster von diesem Tarkowski. Und dieser Tarkowski, ist ja auch der Patient in dem Rollstuhl. Und ich muss gerade so lachen, da war ein Schreibfehler drin. Da stand polnische surreale Künstler. Wo ich mir denke, so heißt das nicht polnisch, ja? Fällt mir jetzt gerade so ein. Ich frage mich nicht, wie ich drauf komme, aber es fällt mir jetzt gerade so ein. So, haben wir. Grief. Anger. I can work with that. Okay. Those tentacles are guarding something. Need to get rid of them.